Wie wollen wir leben? Eine große, eine spannende Frage. Zukunftsentwürfe für eine alternde Gesellschaft. Tja, wann ist man überhaupt alt? Ich glaube, wenn man beim Schuh zu binden sich fragt, was könnte ich noch erledigen, wo ich schon mal hier unten bin? Da spricht der Komiker, aber ich spreche zu Ihnen bei der Tagung auch aus der Sicht der positiven Psychologie. Was weiß die Glücksforschung darüber, wie ein Leben auch in Mehrgenerationenhäusern mit der Möglichkeit, die Stärken und die Fähigkeiten von älteren Menschen zu nutzen, was trägt das zu unserer gesamten Zufriedenheit bei? Also hin, anmelden. Und ich freue mich besonders auch auf Ursula Lehr, die Professorin, die maßgeblich die Altersforschung in Deutschland vorangebracht hat, ist selbst das beste Beispiel. Sie ist so motivierend, eine über 80-jährige Dame, die so vital und so sprühend ist vor Leben. Das braucht es. Positive Ideen, wie wollen wir tatsächlich leben?